Auf welche, weiß ich, 3, 4, 5, 6, 7 Kennzahlen fokussierst du dich und guckst du dir täglich an? Bei uns sind es natürlich Inhalte, auch wenn das keine betriebswirtschaftliche Kennzahl ist, aber wir leben von Inhalten oder wir leben durch Inhalte. Und wenn wir nicht täglich neue Inhalte bekommen, akquirieren, Persönlichkeiten akquirieren, mit denen wir über das Thema sprechen können oder über die verschiedenen Themen, beim Sachwertmagazin sind es andere Themenfelder als beim Erfolgmagazin, beim Foundersmagazin ist es wieder was anderes als beim Finanzblatt und so weiter. Das muss schon gegeben sein. Da müssen immer möglichst viele Bälle in der Luft sein, damit für jedes Heft, was dann entweder monatlich oder zweimonatlich oder quartalsmäßig erscheint, da muss dann natürlich auch was passieren. Das ist ganz klar. Da bin ich selber nicht immer der Beste, weil ich nicht so gut organisiert bin. Und da geht es eigentlich um es abarbeiten. Also da geht es darum, jeden Tag so und so viele E-Mails und Telefonate und mit Agenturen zu sprechen und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen so eine fließbandroutinierte Arbeit, die mir auch nicht so gut liegt. Deswegen bringe ich da auch ab und zu mal etwas durcheinander. Andere Kennzahlen sind natürlich, wie ist die Mitarbeiterauslastung im All? Ist die zu hoch? Ist die zu gering? Wer hat Freilauf? Wer hat Überlauf? Auch wenn das nicht der richtige Begriff ist. Also wie sind die Ressourcen, die Humanressourcen eingesetzt, damit möglichst viel dabei rauskommt? Also das heißt, die Leute müssen produzieren, müssen Wertschöpfung betreiben durch ihre Arbeit. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dabei muss man dann auch immer gucken, wie ist gerade so der Krankenstand und wie ist gerade so der, also die Ausfallzeiten etc. Und da muss man auch Entscheidungen treffen, da muss man auch sagen, also wir haben jetzt auch gerade wieder so einen Fall, wo wir sagen, da haben wir eigentlich keine gute Wertschöpfung und da müssen wir uns jetzt wirklich überlegen, wie das weitergehen soll oder ob das weitergehen soll. Ob derjenige da auch wirklich überhaupt noch Lust hat, hier tätig zu sein. Das ist wichtig. Neueinstellungen, Neubewerbungen sind wichtig, weil wir brauchen viel Personal und das muss auch immer, da muss auch immer ein Nachschub da sein, weil sonst kann ich nämlich solche Entscheidungen nicht treffen, andere an die Luft zu setzen. Ich kann jemanden nur an die Luft setzen, wenn ich das Vakuum dann auch wieder füllen kann mit jemandem Neues. Sonst erschaffe ich mir natürlich ein großes Problem. Ja. Auch das haben wir gehabt, dass wir zu viele Mitarbeiter zu schnell verloren haben und dann die Bestehenden zu überlastet waren, dann verlieren sie die Lust am Job und all solche Sachen. Da hat letztendlich niemand etwas von. Gut, natürlich guckt man jeden Tag auf den Umsatz, was kommt rein. Kommt es dann auch rein oder steht es nur auf dem Papier? Zahlen die Leute das auch? Warum zahlen sie es nicht? Und so weiter und so fort. Das ist auch ganz wichtig. Insbesondere natürlich im Zeitschriftenbereich haben wir sehr lange Zahlungsintervalle. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir ein Quartalsmagazin haben wie Sachwert oder ein zweimonatliches Magazin wie das Erfolg und das geht in den Handel, das wird aber erst 2 Monate später, also nach der Angebotszeit, abgerechnet. Das heißt, wir haben da ein Intervall von 4 Monaten und bei manchen Online-Kiosken zum Beispiel ist es noch länger. Und also das muss man auch dabei natürlich immer berücksichtigen, wie läuft so der Cashflow. Und gibt es noch eine Kennzahl, auf die ich jeden Tag schaue? Fällt mir gerade keine ein.